Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Sleeping Dogs an diesem traurigen Tag oder Nacht, an dem Jackie inhaftiert wurde. Tja, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Ob Jackie herausfindet, dass wir ein Undercover Cop sind, ich nehme mal schon an. Und du bist daran schuld, Alter. Das war jetzt nicht so geplant, aber na gut. Anscheinend kann man in Hongkong nicht schwimmen. Allgemein. Nur ich als... Weil ich so lange in New York war, kannte ich das. Oder in San Francisco oder keine Ahnung, wo ich war. Da drüben ist eine Truhe. Und Wasser. Geil. Lass mich da hoch. Gut, wie komme ich da am besten ran? Ach scheiße, da muss ich jetzt den ganzen Weg darüber laufen, nur für diese kleine Truhe. Ah, na gut. Soll mir recht sein. Oh Mann. Geht's noch? Ja, wach auf. Oh nein, Minispiel. Muss das sein? So unnötig. Für sammelbare Gegenstände Minispiele einführen. Alter. Cool. Kleidung gefunden. Hang Sui Pilotenbrille. Geil. Na gut, wollen wir mal weiterschauen zu unserer nächsten Mission. Intensivpflege. Gibt nur die eine, oder? Jo, passt, dann haben wir ja keine andere Wahl. Gefällt mir. Ist schon wieder so weit entfernt, das gibt's doch nicht. Voll unnötig. Oh man. Taxi. Da vorne. Hoffentlich erwische ich das noch. Komm, das kriege ich noch. Bleib bitte. Und jetzt, die Anzeige muss schon da sein, sonst entführe ich das ja nur. Gut. Dann nach oben. Gleich in die Mission reinfahren, bitte. Wie das letzte Mal. Nein. Doch nicht. Na gut. Aber wer war das nochmal, mit dem wir da reden mussten? Keine Ahnung. Ricky oder so hieß der. Oh ja. Wie das wohl wäre, wenn ich keine Uhr auf drum hätte. Wait, get down here. Jesus, Ricky, what's happening? It's the 18K. They're all over the damn place. They're trying to kill Uncle Bo. Schon wieder. Shit. Zum Gradank genauso. Danke für die nette Spende. An die Stiftung Rettet Onkel Po. Oh, Alter, das geht aber ganz schön ab, besonders im Regen. Schlimm. Viel besser. Yay, Gefahr. Oh, für euch Gefahr. Im Krankenhaus, na toll. Alter, warum sie? Toll, warum schießt du sie? Ich habe keine Waffe. Okay. Ich brauche deine Waffe. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, Alter. Sehr schlecht gemacht. Hey. Was ist das für eine Waffe, der den ganz komischen Klang? Wow. Übertreibt mal nicht. Wo war der jetzt? Hoho. Das ist aber geil, dass das absplittert. Yeah, zielen und nicht treffen. Das ist meine Devise. Geht's dir gut? Wohl nicht, oder? Boah, wie viel Leben habe ich verloren. Schlimm. Aber ich habe bald die Ansehen-Scheiße da wieder voll, dann passt's ja.
Die arme Frau, sie konnte nicht gerettet werden. Nicht mal von mir. So, okay. Mehr Ladung hat das anscheinend nicht. Schade. Oh, oh. Tja, wie einfach war das? Versteck dich, Mann. Frau. Oh, yeah, bitch. Where the fuck the... Okay. Können sie durch das Glas schießen? Ja. Geil. Na toll, warum immer die Frauen ausschießen? Das ist doch nicht cool. Da ist sonst niemand, oder? Oh, da war... Oh, doch. Hi. Bitte verstecken, danke. Faul auf einmal! Nicht verstecken, Alter. Da ist noch einer gewesen. Egal. Okay, das war's. Warum bin ich eigentlich der Einzige, der hier irgendwie... Ich weiß nicht, der irgendwie Onkel Po beschützt. Wo sind die anderen Red Poles, bitte? Ah, die wollen seinen Job haben, deswegen. Hallo. Oh, Mann. Batman? Warst du das? Ja, Aufzug verlassen. Ja. Das sind Gegner. Was hast du denn da schon für eine nette Waffe? Danke, darf ich die haben? Danke. Gott, wie viel die aushalten. Boah, mein Auge juckt. Entschuldigung. Ich hätte gern seine Waffe da. Ja, schade. Da, achso, nein, das ist... Das ist klar soweit. Und hat der vielleicht eine andere? Nein. Passt schon. Whoa, whoa, easy, easy. 18K shut off the power. Uncle Poe is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. Ich wette, der Big Smiley hat irgendwas damit zu tun. Der will ja den Job oder so. Bringt alle um, die da... Oh cool, mal jemand, der mitschießt. Okay, dann kommt mal her, Leute. Ich habe keine Angst zu sterben. Weil es ein Videospiel ist. Ach scheiße, warum müsst ihr da um die Ecke rumstehen? Hi. Ich hab gedacht, du bist in Deckung, Mann. Geh in Deckung. Geh in Deckung, Alter. Die Steuerung. Die Steuerung. Aber das ist geil, finde ich. Ich liebe solche Zeitlimits. Scheiße. Oh, wir haben ein Zeitlimit. Das habe ich gar nicht gesehen. Hätte ich nicht so rumgealbert. Boah, ich sehe selber nichts. Was ist denn das? Achso, das ist die Zielmarkierung hier. Ah, fuck. Ja, ja, schön für dich. Oh nee, nicht sowas. Und auch im Zeitlimit hier. Aber na gut, das Zeitlimit sollten wir dann hinkriegen. Oh, fast. Dann nehmen wir da 8. Dann nehmen wir da 0. Nehmen wir da mal 6. Ja, fast. 7. Ja, fast. 1. Ja. Alright, alright. I'm coming back. Bitte, kannst du dich hier nicht wenigstens an der Tür verstecken? Nein, kannst du nicht. Na gut. Wo kommt ihr denn her? Komm, ein Krankenhausmassaker wird doch nicht von der Polizei nicht bemerkt. Die werden doch Fragen stellen. Ich nehme lieber Munition nochmal mit. Over here. I got you covered.
Ja, das hast du auch vorher schon gesagt und trotzdem musste ich alleine rennen. Ja, endlich versteckt er sich mal, der Idiot. Idiot. Nein, Alter. Tolle Deckung übrigens. Boah. Schlimm. Okay, da hätte ich auch mich verstecken können, aber nein. Ja, weil die von der Seite auch kommen, deswegen. Wow, der hat eine fette Pumpgun. Die will ich haben. Die hole ich mir dann. In der Pumpgun durchs Krankenhaus. Was will man mehr? Her mit der Pump. Wo ist da noch jemand? Yeah, bitch. Ist saungenauer, na gut. Sind da welche? Welche? Wo sind die? Ha, kurze Pause. Toll. Tolle Map. Ne, da geht's nicht durch. Da müssen wir dort doch weiter. Wo? Er hat gesagt, hinter uns müssen wir dann wieder zurückrennen. Maybe. Ich sollte ihm vielleicht mal folgen. Oh. Okay, es geht los. Ah, der hat auch einen Pump. Boah, fuck. Alter, pumpen die mich zu hier. Nein. Na gut. Hey, hatten wir das nicht schon? Komm, egal, ich renn da hin und... Yeah! Idiotisch! Hey! Geschafft! Mit dem... Idiotic Way, wie ich es mal nenne. Schlechtes Englisch for the win. Okay, kommt der. Kommt der. Oh yeah. Also wenn das mal trifft, dann trifft's richtig. Ich bleib mal in deiner Nähe. Irgendwie ist das sicherer. Hallo, die sind da hinten. Ja. Gut. Kommen die vielleicht auch näher? Oh, fuck. Oh, fuck. Nochmal sterben kann ich mir nicht leisten. Das wäre zu dumm. Na, kommt. Komm mal raus, Alter. Oh, er darf vielleicht auch nicht sterben. Wo ist er denn? Wie kann er uns treffen und wir nicht ihn? Komm in die Fresse. Alter. Übertrieben. Einmal noch. Oh yeah, das hat Stil. Ich nehme trotzdem eine andere Waffe. Irgendwie kann ich mit der Pump nicht. Ist allgemein nicht so gut in dem Spiel. Aber geil. Oh fuck. Wow. Habt ihr gesehen, wie der sich aufgerichtet hat? Krass. Kommt her, kommt her. Hallo. It's clear, come on. Und er hat natürlich wieder die fette Wumme und ich nur eine Handfeuerwaffe. I think we're clear. Eine kleine, eine Faustfeuerwaffe, meine ich. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? Man, who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings, even in a fucking hospital. And for what? Money. Shit. Let's get out of here. Und Onkel Po, der kann früher das alles überhaupt gar nichts. Oh nein. Wir haben aber keine Komm-aus-dem-Gefängnis-raus-Freikarte mehr. Die haben wir schon verspielt. Wenn wir jetzt Cops umbringen, dann haben wir es aber verschissen. There's a lot of them. I'm beginning to dislike them.
Wird schon. Ah, na toll. Natürlich darf ich da keinen Schaden machen, nein. Die kommen aus allen Ecken natürlich. Komm, wie schnell könnt ihr uns folgen? Bitte. Ich weiß, ich könnte sie auch rammen, aber da müsste ich erst langsamer werden, da habe ich keinen Bock drauf. Jawohl, ja. I think we're clear now. I'm glad you showed up, Wei. I appreciate you calling me. So what's next? It's up to Uncle Poe. But I'm guessing war. Yeah, but against who? Those guys were 18K. I'm starting to wonder. A lot of people stand to benefit if Uncle Poe never leaves the hospital. He might walk out of there alive. I hope so. You know, but Dog Eyes is gone, and this shit keeps happening. It might be that someone is pulling strings, trying for a move that lands him in control of the trap. The 18K are getting out of hand. We have to send them a message. Damn straight. Auf jeden, Alter. I'll drop you here. Cops might be watching the place. Hey, Ricky, keep it tight. There aren't that many decent guys left in this gang. All right, see you, bye. Natürlich. Er und wir sind die Anständigen. Oh, auf einmal krieg ich so viel Triadenpunkte. Woher? Vorher habe ich kaum ein Fitzel davon bekommen. Super geil. Hey, da ist er ja noch. Überfahren? Ich weiß nicht, ich will ihn überfahren. Zeitlupe, dramatisch. Mit 5 Stundenkilometern oder noch weniger. Na gut. Ja, wenigstens haben wir wieder eine Knarre, auch außerhalb der Mission. Legen Sie sich schlafen. Ei, das kann doch wieder was bedeuten. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, da ist jemand. Nee, ich will nicht, das ist unnötig. Hier sind wir. Bitch. Cool so. Home sweet home. Wo ist unser Home? Ah, da. Drinnen, oder? Jo. Ach, was regt euch auf? Ist doch nur ein Bus explodiert. Hallo? Jemand da? Na gut, legen wir uns schlafen. In der Toilette? Ach so, auf dem Klo. Okay. Ja, da hat schon jemand reingepisst. Und nicht runtergespült. Oder ist das Wasser allgemein in Hongkong gelb? Auch möglich. Ein bisschen waschen können wir uns schon. Oh, das hat das Blut entfernt. Ah, dann hat das doch noch einen Zweck. Cool. Okay, legen wir uns schlafen in unserem Komfortbett hier. Gute Nacht. Keine Zeit, sich einen Pyjama anzuziehen. Wow, toll. Schön geschlafen. Boah, ich hasse Wecker. Say it, Xenia. I went by Batman Club looking for you. Who's Tiffany? You rat. Schon wieder die. Moment, nein. Hä? Oh, nicht Ping, die da. Wow. Wei, bist du bereit für die Oberliga? Hab eine große Sache für dich. Komm zu Sunny Wu. Okay. Oh, die nicht Ping. Jetzt haben sich beide aufgeregt darüber. Na, ich bin mal gespannt. Haben wir jetzt eine Extra-Mission für sie? Können wir nicht Ping anrufen? Nein, wir können sie nicht anrufen. Schade. Ah, ich mochte die, die war so ein cooler Technik-Freak. Ich wette, die war Gamerin. Hallo. Na gut, schauen wir mal, was so ansteht. Wichtiger Besucher. Cool, das sehen wir nicht weit entfernt. Das machen wir jetzt schon. Oh, ich will den Wagen da haben.
Leider Gottes kann man ja keine Wagen, also keine Wegen oder Wagen oder Wegen, egal, ich schau mal später auf Google nach, damit ich das endlich weiß. Kann man hier die Fahrzeuge nicht speichern, sondern muss die sich immer kaufen, das ist leider so. Ich vermisse diese Amerikanerin, die wir als erste Date-Gelegenheit hatten. Die war cool. Boah, ich will den Wagen behalten. Moment, ist das nicht der Hochzeitsshop da vorne? Ich glaube schon. Well, well, well. Look who decided to join us. Yeah, it's good to see you. Come on in. You sure you don't want to fuck her a little before you start? It's no problem at all. I'll just have a swing by your hotel on the way to the studio. Nah, man, I'm good. But we could do a photo shoot or whatever, and look, I'm sure it'd be fun and all, but that's not why I'm here, dude. Ah, you don't know what you're missing. This baby will fuck you in a way your wife never could. Oh, yeah. Sonny, this is Wei. Wei? The infamous Sonny Wo. That's me. Infamous and notorious. Ich kenn dich Glad nicht. You could come by. Ricky's told me all about you. This is King. What's good? He's producing Vivian Liu's next big hit. Yeah, so it's gonna be hot, man. Wei here producer. Is the real deal. A bona fide tribe killer from the streets. Cleavers, guns, castrations, whatever you want. Okay. Wei, why don't you take King out on the town and show him around? Yeah, anytime. It's like one big playground, man. Nothing's off limits. You want to pick up some girls, get nasty, done. And with Wei, no one will bother you. Nobody fucks with Sun on Yi. Yeah, also the 18K. That sounds all right. If you don't mind showing me around. Yeah, sure. Ab und zu selbst dich an und I wish I could go with you players, but business calls. All right, cool, man. Yo, it was real nice to meet you, Sonny. Streets. Let's do it. Ricky, listen to this. I've been thinking. We need to get her a movie role of some sort. Oh, Mom. Wichtige Geschäftsbesprechungen. Na gut. I think we'll start at the K-Bar. The VIP room should give us what we need. Hey, it's your town, man. Alter, was für ein Wagen. Ja, die, der ihm? Yeah. Just this one time. Man, that guy's a piece of work. He's a fucking clown, you ask me. I'm glad you said it first. Buddy does good business, makes everyone a lot of money. But as far as his personality goes... Huh? Good to know we're on the same page. Fact is, you know, I got some other business to discuss. But I don't think my partners back in the States would want to be in bed with that guy. What kind of business? I got friends. Guys I grew up with. They got a real good import and retail thing going. Yeah, but they could use a good Hong Kong app. Access to that good Asian product, you feel me? It's the reason I took the producing gig, because I heard Vivian and her label had connections. Who they are? To me. Well then, I guess this is gonna be like one of them old school business meetings. You know, when you show me around town and try to figure out if we're a good fit. Okay. Dann lassen wir ihn... Mann, wir sind ziemlich degradiert irgendwie. Wir sind hier voll der Red Pole und müssen den hier rumfahren. Schon wieder jemanden rumfahren. Ah. Die nutzen uns doch nur aus, weil wir neu sind. Ich hoffe, die Beule macht dir nichts aus, Mann. K-Bar. Oh Mann, wir sind so voll krass VIP, man. Echt geil. Good evening, gentlemen. Ja, die kenne ich. Die habe ich mal entdeckt. Nee, wir machen jetzt hier kein Doppel-Karaoke mit dem Kerl, oder? Nicht schon wieder. Don't tell me you and me are gonna sing to each other. I mean, I'm here for the local flavor, but not that local. Das meine ich ja wohl. We find us the right kind of audience. Was denn noch alles? Bin ich hier? Ach, egal. Hey, hallo. Hey there. What's your name? Du bist hässlich. I'm Wei. So listen, I saw you looking at my friend, and I figured you realized he's a famous American celebrity. And I just wanted to ask if you mind keeping it a secret. Ooh, how can I say no? But if you're not doing anything, maybe I can buy your silence with a drink. Want to join us? That's very nice of you. So you're from Russia? Yes. Ah. How'd you guess? Ah, call it a hunch. Oh, you.
Sorte. Warum ist es nicht jetzt sein Girl? Warum müssen wir dann hier? True Love. Egal. Hier, ich habe ein Mädel für dich. Kannst du es später haben? I'm gonna find a few more people to join us. Oh Gott. Gangbang. Oder ja. Naja. Oh, hi. Hello, ladies. Hey, Mr. VIP. Want to buy us girls a drink? I don't know. My friend and I gonna enjoy your company? Try us on and see what you get. Ist hier jede Frau eine Nutte? Why don't you join my friend in there? I'll be in a second. Darf ich mir dann eine aussuchen? How about you and I go find ourselves a hotel room? Bla bla, die will ich okay, haben. Okay, miss? Hey, Bukai, that my girls. Why don't you fuck off? I'm Sun on Yi, motherfucker. Now get out of here before I break every bone in your body. Jawohl. Oh man, no, sorry, I didn't know who you were. Also wirklich. Guy seemed like he was getting a little pushy. We get that a lot. You work here? Yes. So, you allowed to join the customers for a drink? Oh, that sounds nice. Ist es wieder eine Russin? I'm Wei. I don't think I've seen you here before. I'm Ileana. Yeah, yeah. I usually don't come to places like this. I'm here for my friend. Well, if you ever want to hang out at places not like this, let me know. I'd like that. Can I call you? Sounds good. Hey, was willst du? Kannst uns aber auch joinen, wenn du willst. Die drängt sich aber ein bisschen auf hier. Lass uns in Ruhe. Obwohl, nein, wir drängen sie einfach rein. Komm, das auch mal jetzt zusammen als Pärchen. Mann, ja, ja. Also, ich habe nichts dagegen. Ich rufe dich mal an. Das ist wahrscheinlich die nächste Freundin, die wir haben. Komm mit rein. Ach, dann eben nicht. Dann verpiss dich. Was ist das überhaupt für eine Steuerung hier? Was ist das für eine Steuerung? Invertiert? Schlimm. Okay, die hier gehört mir. Thanks. Give me a call sometime. Wie einfach man die Nummer bekommt. Man muss die einfach nur umarmen und das war's. Neben King, aber da ist schon jemand. Da sitzt schon jemand. Hey, hallo. Die eine gehört mir, wie gesagt. Damn, Wei. Who knew Hong Kong was full of such beautiful women? Friendly too. How do you not know Hong Kong had beautiful girls? You just had to come to the right place. Well, I expect you girls to make sure King never makes that mistake again. You can count on us, baby. We love American men. Don't we, Tina? All right, Wei. Was? Synchronanruf? Come on, Wei. Let's see those lungs. Hä? Was? I'll show you mine if you show me yours. Oh nee, muss ich mich ja wieder zum Affen machen. Übrigens, auf der PC-Version habe ich gesehen, ist das schwerer als auf der Xbox und PS3-Version. Okay, I thought the law hatten wir schon mal. Hit me with a best shot. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich kenne die ganzen Lieder nicht. Also vom Titel her nicht. Das hört sich doch nicht schlecht an. Naja, geht. Hm. Oh, wow, he looks so cool. Ja. Oh, verdammt. Oh, yeah. Bring it, baby. Tja, das ist die Aufgabe eines Red Poles in der Sun On Yi. Amerikanische Produzenten mit Nutten und Gesang versorgen. Es ist für uns ziemlich schwer, irgendwie hier jede Linie zu kriegen. Weil es geht immer in die Ausgangsposition zurück. Ich sing doch gar nicht. Hört ihr mich singen? Also nicht mich, sondern Wei. Achso, wenn ich Shift nur loslasse und nicht... Also die nach oben Zeigetaste, dann geht's in die Position über und nicht zurück in die Anfangsposition. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ach, egal. Ah, wird schon, wird schon.
Oder auch nicht, ich bin schlecht. Hey, da tanzt jemand neben mir. Ich will aber die andere haben. Oh yeah. Ja, das Lied ist nicht schlecht. ...92%. Wunderbar. That was so good. Ja. You got balls. I'll give you that. Oh yeah. Hey, wait. Hey, come get a picture of this, will you? Way here has been promising me a taste of Hong Kong. I'll give you a taste. You know, in the States, I'd have to take you to a little room in the back. Let me show. Okay. Dann hatten wir ja Spaß, nicht an. You know what? You give good tourists, Ray. That's my town, least I can do. Oh, wait. Don't think I'll forget that, man. Come on, my people will like you, huh? You got the right color. Neuer Auftraggeber. Too many motherfuckers think all you gotta do is jump bad and wear the right colors. Business is a business. You feel me? You gotta be in it with the right people. Yeah, I can see you fitting right in the States even. Yeah. If you ever want to change the scene. I'll keep that in mind. Yeah, jetzt haben wir ja auch Verbindungen zu den Staaten. Hä? There you are. I've been waiting for you, disabled guy. Wieso? Stand back. Wer seid ihr? Stand back. You crazy? This is icing on the fucking cake. Cool. King ist cool. Ich mag den. Hoffentlich wird das mein neuer bester Freund, nachdem Jack jetzt hier eingebucht wurde. Ich finde den cool. Na. Jemand, der nicht, der sich nicht zu schade ist, hier sich die Finger schmutzig zu machen. Aber nicht mal mit einem Kerl fertig wird. Na komm. Oh, er hat ein Messer. Hallo. Ja. Okay. Dann los. Alright, so listen. I'm going back in a week or so, alright? I'll tell my boys I've got the man for them. Alright. They'll want to start slow, but I'm guessing they can move as much product as you can ship. Oh shit. This could be huge, man. These boys got some big ideas too. I'm talking all the legit shit their money goes into gotta go somewhere. You feel me? And the feds back home are really cracking down. Brothers might be looking for a little offshore stash. Yeah. Well, the man who set that up kept it safe. Yeah, he'd have a whole river of green to deal with. You feel me? Well, I could swing that for you. Genau in die Mitte. Ich wollte nicht links oder rechts, sondern in die Mitte. Set up the other side of things. Mm-hmm. Hell yeah. Yo, you ever work in movies, Way? Nah, too much bullshit. I mean, look at Sonny Walk. Nah, man. Come on, that's what's good about it. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money, and you too can call the shots. You got a point. Alter! Das ist seine Schuld gewesen. Warum fährt er auch einen Bus? Achtung! Bin da! Alright, here you go. Thanks, man. I really appreciate it. Really. It's real cool to meet you. We'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully first night of many. Well then. Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. Großartig. Right, man. Take care. Wie? Jetzt sieht's für uns? Ja, yeah, neue Kopf-Erfahrung. Und? Ilianas Telefonnummer, Triadenverbindung innerhalb der Musikindustrie. Aha, ah, ja, wieder Information. Na gut, schauen wir uns mal das an. Wir haben eh keine andere Wahl. Erhöhter Rahmschaden. Cool, das ist cool. Bald habe ich alles voll, jetzt nur noch. Was ist das nächste? Oh, cool, weil ich so oft Polizeiwegen fahre vor allem. Okay. Nachdem wir hier voll cool mal abgehangen sind und sogar eine neue Freundin bekommen haben. Hallo? Können wir da rein? Ja, wir können hier rein. Cool. Sehen wir uns das nächste Mal in einem neuen Part.
Ich bin euer RealStatus77. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wieder kommentieren und liken. Also dann, bis dann und ciao.